Willkommen beim Horseman Movie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ich wieder hier bin. Ja, heute machen wir mal eins auf. Wir schauen uns mal Masterworst-Figuren an. Nämlich jener welcher. Den He-Man. Und das ist quasi die Toyline, heißt Masterworst. Da sind nämlich immer unterschiedliche Actionfiguren drinnen. Masters of the Universe He-Man. Vom 1987er Film. Menschenfilm. Das war übrigens, der Schauspieler war Dolph Lundgren. Tolles Artwork. Genau, das schauen wir uns dann gleich an. Und den Skeletor gucken wir uns auch an. Das ist auch ziemlich aktuell gerade. Ja, schauen wir uns gleich genauer an, warum wir das machen. Weil ihr bei Mosman Unboxed gelandet seid. So, ich habe es geschafft, ich habe sie ausgepackt. Das ist vielleicht ein Gefriemel, ich sag's euch. Gott sei Dank habe ich euch weggeschalten, weil das braucht kein Mensch. Ja, es ist richtig heavy, die Dinger da auseinander zu machen. So, hier haben wir ein schönes Cape. Das Gesicht wieder hier. Was ist das? Das ist doch nicht Dolph Lundgren. Also, nicht mal in seinen schlimmsten Jahren ist das Dolph Lundgren. Also, Katastrophe. Wieso kriegen die diese. Sie kriegen die Köpfe von He-Man einfach nicht hin. Nicht mal, wenn sie einen Schauspieler als Vorlage haben. Also, das verstehe ich nicht. Also, die Gelenke sind heftig. Richtig schwierig zu. Also, die Gelenke, da muss man ordentlich Kraft aufwenden, damit man die biegen kann. Moment. Ja. Also, das sind halt Masterverse-Figuren. Sie sehen halt toll aus, das muss man dazu sagen. Also so grundsätzlich, die Körper und alles, das ist schon nett gemacht. Und auch die Details, die hier sind, so. Also, so von der Aufmachung her, ist das schon geil. Hier hat man so eine geile Wumme auch noch, so ein Blaster. Sieht ein bisschen Banane aus, aber ja. Der passt sogar in den Holster rein, guck mal. Den kann man in den Holster reinmachen. Verrückt. Und das Schwert, das macht man oben rein. Das macht man hier oben rein und dann unten hat es nochmal so eine extra kleine Mini-Scheide. Das ist eine nette Idee. Das ist eine nette Idee. Ich glaube, so war das auch im Film. Bin mir nicht sicher. Und der Umhang hat sogar die Aussparung, damit man das Schwert da hinten reinmachen kann. Nett. Das ist cool. Ja, an und für sich, so sind sie halt, die Masterverse-Figuren. Ich meine, der hat noch einen zweiten Kopf. Den finde ich fast ein bisschen besser. Den hier. Okay. Also der ist schon wesentlich schicker. Deswegen. Rübe ab! So sieht es übrigens aus, wenn die Rübe ab ist. Und dann wieder Rübe drauf. Ja. Der hat so ein bisschen mehr Style, aber ist jetzt auch nicht so knorke, finde ich. Also ich sehe da jetzt keine Ähnlichkeit mit Dolph Lundgren. Was er ja eigentlich haben sollte, weil er ist ja von dem Film. Hier haben wir noch diese Messer. Ja. Ich glaube, das eine kommt hier rein. Ich bin mir nicht sicher. Kommt es hier rein? Ah nee, das große kommt. Nein, das stimmt schon. Das eine kommt hier rein. Da. Das kleine Messerchen kommt hier rein. Aber das ist schon, also das finde ich schon eine wertige Angelegenheit hier, was so Actionfigurenmäßig angeht. Ja, es ist so wertig, dass ich das Ding da jetzt gar nicht reinkriege. Doch jetzt. Aber ist es das? Nee. Ich glaube, da gehört der andere. Da gehört der andere rein. Ja. So. Jetzt tun wir das hier wieder da rein und das kommt hier rein. Also ich schätze mal, dass. Ja. Seht ihr, das andere Messerchen gehört in dieses Teil rein. Das kann man so ein bisschen drehen auch. Also vom Aufwand her und wie das hier gestaltet ist, das ist schon cool. Das ist schon schick. Das sind halt richtige Display-Dinger, finde ich. So.
Wenn der irgendwo im Schrank steht, hat das schon was. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber wir geben ihm das Schwert, der macht natürlich in die Hand, ist ja klar. So. Super. So wollen wir den He-Man. Mit seinem Schwert in der Hand. Der hat übrigens nicht einmal sich verwandelt im Menschenfilm. Der war halt immer He-Man. Nix, Adam. Adam gibt's nicht. Adam braucht keine Sau. Sondern wir brauchen nur den He-Man. Haben sie sich gedacht. Und dann haben sie halt. Hat er sich halt einfach nicht verwandelt. Ja. Das ist hier nett gelöst gerade, finde ich. Seht ihr dieses Band extra für den Pistolenhalter? Das ist genau dort, wo sich das Bein dreht. Kinder, die mit dem schwachen Magen sollten jetzt also sollten jetzt wegschalten, so hier. Genau, und da haben sie dieses Band für die Pistole hingemacht. Finde ich ganz gut. Gute Idee. Hat gute Winkel, wo er sich bewegen kann, wo man sagen kann, okay, man stellt den jetzt irgendwie schicki hin oder so. Ist ganz cool. Also, ich habe ja viele andere Masterverse-Figuren auch. Und wir werden noch welche auspacken, denke ich mal. Wenn wir jetzt Spaß daran haben. Wenn ich sehe, ihr habt keinen Spaß mit mir, dann mache ich es trotzdem. Weil ich Spaß habe. Gell? Ist ja klar. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ja, auf jeden Fall hier. Das ist He-Man. Bei der Macht von Grayskull. Nice. Vom Menschenfilm. 1987, ja? Dolph Lundgren. Ist er nicht. Also so steht er auch vielleicht mal? Kann der stehen? Nee. Ja? Also ich habe ihn gerade jetzt nicht ordentlich hingestellt. Vielleicht kriege ich ihn jetzt noch ordentlich hingestellt. So. Die Schulterplatten sind ganz cool gemacht. Ja. Ja, also schick aussehen tut schon. Es ist echt schick gemacht. Muss ich sagen. Ziemlich detailverliebt und so. Aber das ist ja das bei den Masterverse-Figuren, dass sie halt eben mehr Details reinbringen und so. Das ist schon cool. Das ist eine coole Sache. Hier zwei extra Hände kriegt man. Nochmal ein paar Zähnchen mit, wo er was halten kann, quasi ein anderes Messer. Und eine Faust. Eine fette Faust. Ja, cool. He-Man. Schlechtes Gesicht. So an und für sich ist eine coole Figur. Die Stiefel sind cool. Schade mit dem Gesicht. Das ist einfach schade, weil eigentlich, ja, eigentlich ist eine coole Figur. Nur der Kopf passt halt nicht. Was eine coolere Figur ist, und das ist schon wieder das. Irgendwie ist es auch bei Lego so, dass die dunkle Seite, also alles, was so böse ist und so, hat eigentlich immer den cooleren Stuff. Das bei Masters of the Universe ist genau dasselbe. Die cooleren Figuren haben auch immer die bösen. Mehr Rüstung, dunkel, detaillierter. Das ist einfach so. Gell? He-Man, du hast es mal hier, Sendepause. So, das ist Skeletor. Und der passt vom Gesicht her total. Also das Mold von dem Gesicht ist genau wie im Film. Top. Also top, top. Ist genau wie im Film. Richtig cool. Dann der Umhang. Mega. Hier die Handschuhe und so. Das haben sie cool gemacht. Mir hat es die Schulterplatte gerade rausge. Die ist mir gerade rausgeflutscht und es war voll der Eck, die Schulterplatte da wieder hinzumachen. Aber ja, mal so ist halt. Gell? Er hat jetzt hinten keine mega Scheide, wo er sein Schwert reintun kann. Hat er eh nicht, weil das hat er. Ich weiß nicht. Der ist ja Zauberer. Der kann das ja. Der hat das wahrscheinlich aus seinem Ärmel gezogen oder so. Irgendwie sowas. Aber cool gemacht, auf jeden Fall. Den Kopf kann man so ein bisschen bewegen. Aber so richtig viel hat man da nicht. Aber das Mold von dem Kopf ist echt super gut. Das ist voll er. Und schauspielerisch war das eine Glanzleistung, wie er den gespielt hat. Auf jeden Fall. Also nur alleine wegen am Skeletor war es halt cool. Cool zu sehen. Der ist auch geil. Der Havoc Staff. Der Havoc Staff ist richtig fett. Cooles Ding. Gell? Auf jeden Fall ein geiles Teil. Jetzt warte mal. Sein Havoc Staff in die Hand. Hinten hat er eigentlich jetzt nichts groß mehr. Also die Rüstung halt.
Ich sehe jetzt mit dem Umhang und alles. Ich finde die Kombination echt toll. Und hier sind überall so lauter kleine Totenköpfe mit reingearbeitet und so. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Das ist eine gute Geschichte. Toll. Also der Skeletor ist wie immer cool. Bei den Origins ist auch immer der Skeletor der coole, finde ich. Weil He-Man, da kriegen sie den Mold nicht hin. Das ist einfach blöd. Da haben wir noch ein Schwert dabei. Bei dem Skeletor. Ist auch ein cooles Schwert, ist auch original vom Ding. Aber er kämpft ja im Endeffekt dann, wenn er so golden wird und so, kämpft er ja mit dem He-Man. Für die, die es gesehen haben, kämpft er ja eigentlich mit seinem Stab, glaube ich. Und nicht mit seinem Schwert. Mit seinem Stab kämpft er. So, oh Gott, das Drehbuch war so schlecht. Einfach von dem Film. Der Film war nicht gut. Der war nicht gut. Der war nicht mal gut für die damalige Zeit. Deswegen ist er auch gefloppt, wa? Macht nichts. Wir hoffen natürlich, dass sie jetzt ein bisschen mehr raushauen bei der Neuverfilmung oder so. Wobei, das kann ja nichts werden, weil ich nicht mitspiele. Ist ja klar. Das war der Schlüssel von Gwildor. Gwildor war auch so ein Charakter dort. Der hat nämlich so einen Zeitschlüssel. Nee, nicht Zeitschlüssel, sondern ein Dimensionsportalschlüssel ist es. Und der, wenn dann auf diese kleinen Dinger da drauf geklopft hat, dann waren es so Synthesizer-Geräusche. Ja. Hat eigentlich mit der Story von He-Man selber hatte der Film gar nichts zu tun. Gar nichts. Das hätte auch heißen können, Idioten aus einer anderen Dimension. Wäre es selber gewesen. So. Schau mal. Hier, guck, eine Faust. Nice. Aber Kostüm, wie gesagt, Kostümdesign und so weiter, und das war schon cool. Spezialeffekte für die damalige Zeit waren auch super. Gell? Aber Story war scheiße und hat nichts mit He-Man zu tun, ja. Außer die Charaktere waren halt da ähnlich. Aber es gab auch kein Beastman und so. Der einzige Evilin gab es. Skeletor und He-Man und Man at Arms gab es auch. Teela gab es auch. Okay. Ein paar Charaktere waren dabei. Lass uns nicht streiten. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film fandet. Ob ihr den auch so geil in Erinnerung habt wie ich. Ja, macht das mal. Ja? Skeletor in der 1987er Filmversion. Und He-Man auch in der Filmversion, in der Masterverse Edition. Von Mattel natürlich. Achso, da habe ich euch das hier gar nicht gezeigt gehabt. Schaut mal. Cooles Artwork. Geiles Artwork. Also die Artworks sind echt super schön immer auf den Verpackungen von den Masterverse-Geschichten. Aber es ist halt keine Verpackung, wo man sagt, okay, die kann man jetzt irgendwo als Display hinhauen. Da ist übrigens welche Figuren noch alle am Start sind. Ja, ich spoilere euch mal. Die Evelyn zeige ich euch noch. Den Roboter zeige ich euch noch. Roboto, Entschuldigung. Den Stratos zeige ich euch noch. Und ja. Die Frosta, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht habe ich sie, ich weiß nicht. Ich habe so ein paar Figuren. Wa? Und die packen wir alle aus, weil wir haben Bock drauf. Liken, teilen, abonnieren. Und wir sehen uns. Haust du? Achso. Es kommt noch so ein Klemmbaustein im Projekt und so. Wir hauen mal so zwischendurch. Wir hauen einfach raus. Gell? Liken, teilen, abonnieren. Haust du rein.